Ich spreche heute über ein Thema, was nicht ganz so sexy ist, ja, Mundgeruch. Und das werde ich in zwei Teilen machen, also jetzt mal der erste Teil. Mundgeruch ist relativ normal, wenn wir etwas gegessen haben, was riecht. Knoblauch, Zwiebel etc. Ja, das ist ganz, ganz normal. Wenn aber dieser Mundgeruch ununterbrochen ist, egal wie viele Zuckerl man isst, schluckt, irgendwas kaut, die Zähne bürstet bis zum Umkippen, dann sollte man dem nachgehen. Und es ist auch für die Mitmenschen, weil irgendwann merkt man, dass alle irgendwie 3 Kilometer nach hinten springen, wenn man mit ihnen spricht. Das ist nicht so lustig. Also 90% dieses Geruches ist vom Mund- und Rachenraum. Es geht um die Bakterien. Es geht immer um die Bakterien, die sich zersetzen. Wir haben einen normalen pH-Wert circa im Mund so von 6. Sobald wir in 5 runtergehen, wird es schon sauer. Die anderen 10% sind von anderen Organen oder von der Lunge. Und noch etwas, wir produzieren pro Tag 1,5 Liter Speichel. Das ist unsere Spülmaschine oder Waschmaschine, ja, weil dadurch spülen wir natürlich ordentlich durch. So kann es passieren, wenn man wohlduftend sich ins Bett gelegt hatte und in der Früh einen guten Morgen Bussi geben möchte. Und der andere oder die andere dreht sich lieber weg. Und warum das so ist, ist natürlich logisch. Ja, also in der Nacht, da ist der Speichelfluss einfach nicht so gegeben. Da rinnt nichts runter. Ja, das bleibt schön im Mund. Und das nächste Mal sprechen wir darüber, was wir gegen, sage ich mal, gesunden Mundgeruch machen können, weil natürlich, wenn die Bakterien sich vermehren etc., dann muss man wirklich zum Arzt und die Ursache erforschen, weil es geht um unsere Gesundheit. Aber bis zum nächsten Mal und da sprechen wir darüber, was können wir gegen Mundgeruch machen. Also, bis bald! So, Mundgeruch Teil 2. Also, ganz, ganz schnell nur. Ja. Ich habe gesagt, Mundgeruch kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Also daher, wenn man immer Mundgeruch hat, unabhängig davon, was man gegessen, getrunken hat etc., dann bitte zum Arzt gehen und abklären. Wenn man natürlich sporadisch aufgrund eines Essverhaltens Mundgeruch hat oder in der Früh, dann ist das normal. Und dagegen kann man was tun. Also sprechen wir von der Früh, das kennen wir alle. Wir stehen auf. Wie gesagt, Partner oder Partnerin oder es reicht einem selbst, der eigene Geruch kann auch manchmal heftig sein. Also da hilft zum Beispiel Ölziehen. Das kennen einige aus der Ayurveda, funktioniert super und bitte mindestens 5 Minuten lang. Ich nehme ein heimisches Sonnenblumenöl, ein Esslöffel Öl einfach in meinen Mund und ich würde es richtig sagen, eigentlich zerkauen, ja, also nicht so, so ordentlich und die andere Zeit dazu nutzen, vielleicht wenn man nicht gerade sprechen muss, mindestens, wie gesagt, 5 Minuten und dann ausspucken und das sieht man, das ist so eine milchige, so eine klebrige Masse und das war in unserem Mund, also es ist super, wenn das rausgeht, ja, und dann einfach Mund ausspülen, Zähne putzen und der Tag kann beginnen. Es gibt natürlich auch andere Methoden, dieses zum Beispiel Zunge schaben, da ist in der Früh, wenn wir aufstehen, so richtig pelzig, ja, das sollte runtergehen. Dazu braucht man aber auch kein spezielles Werkzeug, da reicht auch oft die Zahnbürste, einfach schön, schön runterbürsten, ja, und sofort ausspucken, ausspülen. Hier noch ein Hinweis, gerade in der heutigen Zeit, bitte Zahnbürsten entweder immer desinfizieren, entweder im Teebaumöl oder Silberkolloid oder einfach wöchentlich die Zahnbürste wechseln. Und wenn man unterwegs ist und etwas relativ Heftiges gegessen hat, dann sollte man schauen, dass es vielleicht ein bisschen frische Petersilie gibt oder eine Zitrone, in die man reinbeißen kann. Also, wir tun es nicht nur für unsere Mitmenschen, wir tun das auch für unsere eigene Gesundheit.